Wenn Sie sich jetzt registrieren, verdienen Sie 10.000 Euro im Monat. Kennt ihr diese Art von Werbung, die einem das Blaue vom Himmel verspricht? Es werden die teuersten Autos, Uhren und die schönsten Urlaubsorte gezeigt. Obwohl die meisten wissen, dass solche Versprechen unseriös sind, lassen sich trotzdem viele darauf ein und nehmen daran teil. Stellt euch Folgendes vor: Nach einem langen und stressigen Tag klingelt am Abend euer Telefon. Am Ende der Leitung ist jedoch keine vertraute Stimme, die du normalerweise kennst. Eine wildfremde Person gratuliert dir zu einem möglichen Gewinn. Sie stehen in der engeren Auswahl und haben die Chance, den Deal ihres Lebens zu machen. Wie klingt das für sie? Du wirst neugierig. Was für ein Gewinnspiel ist das? Was erwartet mich? Fragen über Fragen. Die einzige Bedingung, die du erfüllen musst, ist, dass du morgen früh zur Neueröffnung des nahegelegenen Einkaufszentrums kommen musst. Dann wird zwischen ihnen und anderen Personen ausgelost, wer eine Stunde im ganzen Einkaufszentrum kostenlos shoppen darf. Ein Anruf, der dich nachts nicht schlafen lässt. Vor Freude schlägt dein Herz immer schneller und du stellst dir die verrücktesten Dinge vor. Wie schnell du dir alles holen wirst und wo du als erstes reingehen wirst. Du hebst deine Hände in die Luft und machst die aufrichtigste Dua deines Lebens. O Allah, lasse mich morgen gewinnen. Meine lieben Geschwister, lasst uns zurückkommen zur Realität. Es war nur ein Traum, der so im wahren Leben wohl kaum vorstellbar ist. Doch ich möchte euch heute einen anderen Deal vorschlagen, der kein Traum ist. Dieser Deal ist zwischen dir und keinem Geringeren als Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die ewige Glückseligkeit versprochen, das ewige Paradies. Es ist ein Versprechen Allahs. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Versprechen gibt, dann hält er es auch. Und nicht nur das, sondern weitaus mehr. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran: Wer mit Guten kommt, dem soll das Zehnfache gegeben werden. Und wer mit Bösen kommt, den soll nur im gleichen Maßen vergolten werden. Und es soll ihnen kein Unrecht geschehen. Welch eine Barmherzigkeit! Man begeht eine schlechte Tat und sie wird nur einmal aufgeschrieben. Wie oft waren wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam, aber er subhanahu wa ta'ala hat uns nur eine Sünde aufgeschrieben. Im gleichen Atemzug machst du eine gute Tat und sie wird dir zehnfach angerechnet. Sei es ein kleines Lächeln, eine Hilfeleistung oder eine Spende, die du aus Aufrichtigkeit gemacht hast. Unzählige Taten, die wir als klein erachten, werden uns inshallah am Tage des jüngsten Gerichts vor dem Höllenfeuer retten können und womöglich unser Ticket ins ewige Paradies sein. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum Muslime mit guten Taten in Höhe von Bergen vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden, da nämlich die Großzügigkeit Allahs all ihre Taten vervielfachte. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith: Wenn einer von euch ein guter Muslim ist, dem wird zur Belohnung jede gute Tat, die er begangen hat, zehnfach bis 700-fach belohnt. Und jede schlechte Tat, die er begangen hat, wird ihm nur als eine Tat angerechnet. In dieser gewaltigen Überlieferung wird eine gute Tat nicht mit dem Zehnfachen belohnt, sondern es kann bis zu 700-fach belohnt werden. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, ist es nicht an der Zeit, diesen großartigen Deal anzunehmen? Jetzt, wo wir wissen, dass unsere Taten vervielfacht werden, sollte uns das motivieren, noch mehr Gutes zu tun. Wenn du Gutes tust, sei es eine Spende, jemanden den Islam nahezulegen oder den Koran zu lesen, kannst du je nach Aufrichtigkeit und Anstrengung bis zu 700-fach belohnt werden. Das ist ein Deal, den dir kein Mensch versprechen kann.